Kann der Süßstoff Sucralose tatsächlich Insulinresistenz oder vielleicht sogar Diabetes verursachen? Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Vor einigen Wochen war die Firma More Nutrition sehr viel in den Schlagzeilen aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt überhaupt nicht weiter eingehen möchte. Ich halte mich aus diesen Dingen grundsätzlich raus. Aber ein konkreter Punkt, auf den wurde ich des Öfteren angesprochen, beziehungsweise habe auch Nachrichten bekommen, was es denn damit auf sich hat. Und zwar handelt es sich dabei um die Frage, ob durch Produkte, wie sie zum Beispiel auch von More Nutrition vertrieben wurden, welche Süßstoffe enthalten, insbesondere den Süßstoff Sucralose, ob diese Produkte in der Lage wären, eine Insulinresistenz oder vielleicht sogar Diabetes zu verursachen. Was steckt jetzt dahinter? Insulinresistenz ist grundsätzlich erstmal noch nicht das gleiche wie Diabetes. Bei Insulinresistenz handelt es sich um ein Phänomen, bei dem die Körperzellen eine reduzierte Antwort auf das Hormon Insulin zeigen. Das heißt, Insulin kann normal gebildet werden, aber die Zellen reagieren nicht so stark darauf, wie sie es normalerweise tun sollten. Die zelluläre Antwort wird herabgesetzt und das kann unter Umständen dann auch dazu führen, dass kompensatorisch zum Beispiel mehr Insulin gebildet wird oder dass der Blutzuckerspiegel zumindest vorübergehend leichter steigt. Und auf längere Sicht ist bekannt, dass eine Insulinresistenz, also eine mangelnde Insulinsensitivität, irgendwann zu einem Diabetes führen kann. Deshalb spricht man dann auch von einem Prädiabetes. Was hat das jetzt mit More Nutrition zu tun? Wir schauen mal in einen Artikel von Fitbook hinein, den sehen wir hier. Und der heißt Insulinresistent durch More Nutrition, was ist dran an den Vorwürfen? Auf Instagram berichten Kunden, sie hätten durch den regelmäßigen Konsum der Produkte eine Insulinresistenz entwickelt. Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedel überrascht das nicht. Ja, diese Instagram-Post selber kenne ich im Einzelnen nicht. Dr. Matthias Riedel ist mir ein Begriff, der ist ja durch die Ernährungsdocs aus dem Fernsehen durchaus ziemlich bekannt. Und anscheinend gibt es wohl Leute, die meinen oder glauben, durch süßstoffreiche Produkte von More Nutrition insulinresistent geworden zu sein. Wenn wir jetzt nochmal weiter runtergehen in diesem Text, sehen wir auch hier noch auf die Frage, ob Süßstoffe für eine Insulinresistenz verantwortlich sein können. Die Antwort des Ernährungsmediziners Dr. Riedel, der sagt nämlich eindeutig ja. Es hängt von der persönlichen Empfindlichkeit und der Menge ab, aber die aktuelle Datenlage bestätigt das klar. Damit könnte man sagen, ist die Frage ja jetzt beantwortet. Süßstoffe, und in diesem Fall ging es jetzt speziell um Sucralose, was auch in den More-Produkten teilweise vorhanden ist, aber auch in vielen anderen Produkten. Laut der Meinung von Dr. Matthias Riedel könne es eindeutig zu Insulinresistenz führen. Und in diesem Zusammenhang wird auch in diesem Artikel, aber auch ansonsten immer wieder eine Studie von 2020 angesprochen, in die schauen wir mal rein. Diese Studie sehen wir hier, das ist eine Interventionsstudie und da sagt schon die Überschrift, was hier im Prinzip rausgekommen ist, Short-Term Consumption of Sucralose with, but not without carbohydrate impairs neural and metabolic sensitivity to sugar in humans. Das heißt, kurz zusammengefasst haben die Kollegen in dieser Studie mit Probanden herausgefunden, dass wenn sie den gesunden Probanden über einen Zeitraum von 10 Tagen insgesamt 7 mit Sucralose gesüßte Getränke kontrolliert verabreicht haben, immer zur selben Zeit, über 7 Tage verteilt, dass dann die, wie es hier heißt, Insulinsensitivität herabgesetzt wurde, aber nur, wenn gleichzeitig in diesem Getränk auch ein Kohlenhydrat, in dem Fall Maltodextrin, vorhanden war. Maltodextrin alleine hatte anscheinend diesen Effekt nicht gezeigt. Aber auch Sucralose alleine, also wenn sie ein süßes Getränk hatten, was nur Sucralose beinhaltet hat, war das dort nicht zu sehen. Aber in Kombination mit Kohlenhydraten und wenn man irgendwelche Speisen mit Sucralose süßt, dann sind da ja in der Regel auch Kohlenhydrate drin. Da konnte diese verminderte Insulinsensitivität tatsächlich gezeigt werden. Außerdem wurde hier auch in bestimmten Bereichen des Gehirns, wie man hier unten sieht, eine verminderte
Reaktion im fMRI, eine verminderte Reaktion auf den Geschmack süß festgestellt. Das heißt, diese Partizipanten konnten nach wie vor süße Geschmäcke genauso realisieren. Der Geschmackssinn wurde nicht beeinflusst, aber die Antwort des Gehirns im bildgebenden Verfahren auf den Geschmack süß wurde hier herabgesetzt. Was man so interpretieren kann, aber nicht muss, dass möglicherweise ein Gewöhnungseffekt auf süße Geschmäcker entsteht und das dann vielleicht irgendwann auch zu einer Art Sucht führen könnte. Aber wie gesagt, ich sage könnte, denn das sagt es nicht eindeutig aus. Wenn wir mal weiter in die Studie reinschauen, sehen wir hier, dass sie, wie gesagt, über 10 Tage jeweils 7-mal ein Getränk bekommen haben, das 0,06 Gramm Sucralose enthalten hat, entweder mit oder ohne Maltodextrin. Und das ist schon relativ viel, also das ist mehr als in einem durchschnittlichen Energydrink beispielsweise vorhanden ist, aber es ist eine Menge, die man über den Tag durchaus erreichen kann durch gesüßte Nahrungsmittel. Und dabei haben sie dann diese verminderte Insulinsensitivität gesehen. Sie sagen aber auch selber, in Bezug auf die Limitierung dieser Studie, da steht hier, the duration of exposure was short and did not allow us to determine if the observed changes are transient. Das heißt, über 10 Tage wurde hier zwar eine verminderte Insulinsensitivität gesehen, aber das heißt noch nicht, dass es deshalb die Probanden wirklich insulinresistent geworden sind, in dem Sinne, dass sie einen Prädiabetes entwickelt hätten. Denn eine vorübergehend veränderte Insulinantwort kann man auch durch alle möglichen anderen natürlichen, beispielsweise Ernährungsumstellungen erreichen, ohne dass das gleich krankhaft wäre. Beispielsweise bei einer Keto-Diät, wenn man sie längere Zeit durchführt, ist bekannt, dass einige Leute hinterher zunächst mal eine verringerte Insulinsensitivität haben, weil sie es einfach nicht mehr gewohnt sind, wenn sie danach dann wieder Kohlenhydrate zu sich nehmen. Das ist aber ein physiologischer Prozess, der sich innerhalb weniger Tage wieder normalisiert. Das ist einfach nur eine Anpassung des Körpers. Und hier kann natürlich so etwas auch nicht ausgeschlossen werden anhand dieser Studie, dass es sich auch hier um lediglich einen physiologischen Prozess handelt, der keine Krankheitsbedeutung in dem Sinne hat. Es wird auch hier spekuliert, woran es denn liegen kann, dass in solchen Studien Sucralose die Insulinantwort eventuell auch nur vorübergehend natürlich herabsetzen kann. Ein möglicher Grund, der immer wieder diskutiert wird, hängt mit den beobachteten Veränderungen in Bezug auf die Darmflora zusammen. Sucralose im Gegensatz zu beispielsweise Aspartam kann die Darmflora, also dieses Darmmikrobiom, in seiner Zusammensetzung verändern und das könnte vielleicht auch dann zu einer verminderten Insulinsensitivität führen, so zumindest die Theorie. Im Übrigen wurde bei Aspartam auch so etwas wie eine verminderte Insulinsensitivität nicht dargestellt, also es scheint eher auf Sucralose beschränkt zu sein. Aber auch das ist, wie gesagt, nur eine Theorie. Was jetzt eine ganz neue Studie in isolierten Zellen zeigen konnte, das sehen wir hier, die Studie ist von diesem Jahr, aus dem Juli, das ist, dass in einer bestimmten Nervenzelllinie, einer Neuroblastomzelllinie, um genau zu sein, dass hier Sucralose die Insulinantwort in den Zellen direkt, also in den Zellen selbst tatsächlich, unterdrückt hat, in einer relativ hohen Menge, die allerdings eingesetzt wurde, wobei man das sowieso bei Zellkulturstudien nie auf den Organismus übertragen kann. Das heißt, wenn man mal irgendwo hört, in einer Zellkulturstudie wurden viel höhere Mengen eingesetzt, als dies durch das Nahrungsmittel im Menschen der Fall wäre, heißt das deshalb noch lange nicht, dass die Zellkulturstudie deshalb nicht glaubhaft wäre, weil man solche Versuchsparameter niemals auf den menschlichen Körper übersetzen kann. Man kann nicht einfach irgendwelche Konzentrationen umrechnen, das so nebenbei. So oder so konnte hier gezeigt werden, dass bei dieser speziellen Zelllinie sowohl die insulininduzierte Aktivierung von GSK3 als auch des IGF-1-Rezeptors unterdrückt wurde und dass gleichzeitig es für Veränderungen in der Bildung der Fettsäuren von diesen Zellen gekommen ist, was dafür spricht, dass tatsächlich diese Zellen durch die Inkubation mit Sucralose, wenn man so will, insulinresistent, zumindest vorübergehend geworden sind.
Auch das heißt nicht, dass das automatisch im menschlichen Körper so stattfinden muss. Und wie gesagt, selbst wenn es so stattfindet, die Sucralose muss erstmal in die Gehirnzellen hinkommen. Wir wissen inzwischen, Sucralose kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Insofern wird das in kleinen Mengen auch der Fall sein. Aber wir wissen trotzdem nicht, ob das am Ende der Grund ist, warum in der anderen Studie diese herabgesetzte Antwort im bildgebenden Verfahren auf süße Geschmäcker, was damit zu tun hat, das wissen wir nicht. Aber es könnte zumindest ein Hinweis sein, dass es tatsächlich auch zellulär wirken kann. Heißt das jetzt also, Sucralose ist ein potenzieller Diabetesverursacher? Dafür müssten wir uns mal die Gesamtheit der Studien anschauen. Und das hat glücklicherweise das Bundesinstitut für Risikobewertung bereits für uns gemacht. Wir gehen einmal da rein, was die geschrieben haben. Und die haben das Ganze auch noch etwas genauer auseinandergefriemelt, aber wir schauen uns einfach mal die Zusammenfassung in Bezug auf metabolische Effekte von Süßungsmitteln, insbesondere jetzt von Sucralose, an. Und da sehen wir hier jetzt gleich schon mal Folgendes. Die schreiben, auch die meisten Interventionsstudien, die mit Sucralose durchgeführt wurden, wie gesagt, mit anderen Süßstoffen konnte das sowieso in der Regel nicht gezeigt werden, zeigten nach einmaliger oder wiederholter Gabe, teilweise bis zu 13 Wochen wurde das dann gemacht, keine negativen Veränderungen auf die getesteten Parameter des Glukosestoffwechsels. Dagegen wiesen wenige Studien mit Sucralose auf eine mögliche Verminderung der Insulinsensitivität hin. Dieser Artikel des BFR ist dieses Jahr erschienen, also nach der Studie, die ich eingangs angesprochen habe. Aber trotzdem ist diese Studie hier noch nicht mit drin, weil die Datenerfassung bereits 2019 zu Ende war. Insofern ist diese Studie nicht mit drin, aber es gab, wie man hier sieht, auch vorher schon vereinzelte Interventionsstudien, die eine mögliche Verminderung der Insulinsensitivität gezeigt haben. Insbesondere also, wie wir in dieser anderen Studie gesehen haben, im Zusammenhang mit Kohlenhydraten ist das zumindest vorübergehend möglich. Hier steht aber auch, dass die meisten Studien keine negativen Veränderungen auf den Glukosestoffwechsel gezeigt haben. Was ist jetzt mit Beobachtungsstudien? Bei Beobachtungsstudien kann man natürlich nie genau sagen, welcher Süßstoff das ist, weil Leute, die Süßstoffe zu sich nehmen, in der Regel verschiedene Süßstoffe zu sich nehmen, da ja in den verschiedenen Nahrungsmitteln auch unterschiedliche Süßstoffe und meistens sogar in Kombination eingesetzt wurden. Trotzdem, wenn Süßstoffe in den normal verwendeten Mengen Insulinresistenz oder gar Diabetes verursachen sollten, müsste das in solchen Übersichts-, also in solchen Korrelationsstudien zu sehen sein, wenn die groß genug sind. Was sehen wir hier? Wir sehen hier 6 große Kohortenstudien, das sind solche Studien von guter Qualität, stellten keinen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Diätgetränken, hier wurden in dem Fall nur Getränke getestet, beziehungsweise mit aufgenommen, und der Inzidenz von Diabetes mellitus Typ 2 fest, also von dem Diabetes, der, wenn überhaupt, dann Insulinresistenz, also der mit Insulinresistenz definitiv zu tun hat. Diabetes Typ 1 ist ja was anderes und auch sehr viel seltener. Dabei ist anzumerken, dass eine unterschiedliche Adjustierung für mögliche Störverhalten wie dem BMI bei der Auswertung der Daten einzelner Studien einen Faktor darstellt, der zu Unterschieden zwischen den Studienergebnissen beigetragen haben könnte. Das heißt, wenn man sich die etwas differenzierteren Betrachtungen dieser Studien anguckt, stellt man fest, dass immer dann, wenn für BMI adjustiert wurde, also wenn der quasi rausgerechnet wurde, dass dann vor allem bei übergewichtigen Menschen, wenn sie Süßstoffe zu sich nehmen, häufiger auch ein Diabetes festgestellt wurde. Und das ist nicht überraschend, weil ja Übergewicht neben sehr hohem Zuckerkonsum, was wiederum dann zu Übergewicht führen kann, der wesentliche Risikofaktor für Insulinresistenz und für Diabetes ist. Insofern kann man also sagen, es gibt keinen Beweis dafür, dass Süßstoffe alleine Diabetes oder eine dauerhafte Insulinresistenz auslösen könnten. Aber es gibt Hinweise, dass es möglich sein könnte. Was bedeutet das jetzt für uns als Konsumenten und für die anfänglich geäußerte These, die wir da in dem Fitpedia-Artikel gesehen haben, dass vielleicht auch die More-Produkte oder ähnliche Produkte Insulinresistenz verursachen könnten? Grundsätzlich ist es nicht auszuschließen, dass wenn man extrem viel mit Sucralose gesüßte Sachen zu sich nimmt, die zusätzlich auch noch Kohlenhydrate haben, dass man dann seine Insulinsensitivität herabsetzen kann. Also ob das alleine zu einer krankhaften, dauerhaften Insulinresistenz im Sinne eines Prädiabetes führen kann
oder gar zu einem echten manifesten Diabetes, konnte aber bis jetzt keine Studie zeigen. Und die Übersichtsstudien sprechen zumindest dafür, dass bei normalem Gebrauch von Süßstoffen, einschließlich Sucralose, zumindest dann kein erhöhtes Risiko für Diabetes oder Prädiabetes besteht, wenn man dabei schlank bleibt. Wenn einem also die Süßstoffe helfen, schlank zu bleiben, weil man nicht übermäßig viel davon zu sich nimmt, sondern einfach nur das, was man ansonsten mit Zucker süßen würde, zu einem größeren Teil mit Süßstoffen süßt, einschließlich Sucralose, gibt es bis jetzt keine Hinweise dafür, dass man dadurch zuckerkrank oder ähnliches werden würde. Trotzdem besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, das haben wir an den Auswirkungen hier auch auf das Gehirn ja gesehen, dass diese Süßstoffe eventuell ein Suchtpotenzial haben. Und wenn das wiederum dazu führt, dass man besonders viel von diesen Süßstoffen zu sich nimmt, und die nimmt man ja nicht einfach so zu sich, sondern in Form von irgendwelchen Nahrungsmitteln, dass das dazu führen könnte, dass man dann beispielsweise wiederum auch insgesamt mehr isst, dass es appetitanregend sozusagen wirkt, und man dadurch dann auf andere Weise wiederum mehr Kalorien zu sich nimmt. Wenn man also nicht durch Süßstoffe seinen Kalorienkonsum einschränken kann, haben Süßstoffe auch keinen Vorteil mehr. Und dann wäre es im Prinzip auch möglich, genauso gut, in Anführungsstrichen gut, mit Zucker zuzunehmen. Wobei Zucker und die, wenn sie dadurch verursacht wird, die entsprechende Gewichtszunahme, definitiv eine dauerhafte Insulinresistenz und, wenn es lang genug anhält, auch einen echten Diabetes verursachen kann. Wenn man aber quasi wirklich schon süchtig ist und dementsprechend zu praktisch jeder Mahlzeit größere Mengen Süßstoffe zu sich nimmt, kann es nicht ausgeschlossen werden, dass sich das dann irgendwann auch metabolisch negativ dauerhaft auswirkt. Das können die Studien bis jetzt nicht eindeutig zeigen, aber es sprechen ja einige Studien dafür, dass das, wie gesagt, möglich ist. Insofern würde ich auch nicht dazu raten, große Mengen Süßstoffe ständig über den Tag verteilt zu sich zu nehmen, sondern Süßstoffe in Maßen zu genießen und nur für das zu nutzen, für das sie auch da sind, nämlich um einen übermäßigen Zuckerkonsum zu vermeiden. So, ich hoffe, ich konnte jetzt für ein bisschen Klarheit auf diesem Gebiet sorgen. Also, ihr müsst Süßstoffe nicht streichen, aber man sollte es auch nicht extrem übertreiben damit. Und wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mehr derartige Videos sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid. Lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, wie ihr es damit haltet. Und ansonsten, wenn ihr es noch nicht habt, abonniert natürlich den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.